Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order. Ja, ich grüße euch zur heutigen Live-Sendung hier bei Wake News Radio, Wake News TV. Also Detlev. Ja. Mensch, Detlev. Mensch, genannt Detlev. Oder wie immer. Ja, klasse, dass ihr eingeschaltet habt. Hier, es lockert auch langsam ein wenig auf. Hier, die Chemtrails, ja, sind ein bisschen verschwunden, weil sie es alles abgerechnet haben. Ne? Ja, das machen sie immer gern. Ein wenig zu sprühen, ein wenig viel zu sprühen, bevor es regnet, damit auch alles runterkommen kann. Ja, wie immer. Gut. Ja,
Und wir danken allen, die uns hiermit übertragen. Wer das alles ist, das findet ihr auf der Seite mywakenings.wordpress.com, der Blogseite, sind sie unten aufgeführt. Und natürlich auf der Radioseite wakenings.net, Wake News Radio. Ja, klasse! Ja, und sollte ich mal irgendeinen vergessen haben oder mal was Neues dabei sein, meldet euch ruhig, dann nenne ich euch als neuen übertragenden Sender, ne, oder? Ja, und wir danken natürlich auch immer allen Musikern, die uns hier ihre Musik zur Verfügung stellen. Wir hörten hier das berühmte Lied von Steve Phillips, 99%. Ja, das sind sogar noch ein paar mehr, ne? 99,99. Ja gut, aber wir wissen doch das alles. Ja, wir wollen es doch nur weitertragen an diejenigen, die es noch nicht so wissen, oder? Ja, das ist, als wenn 100% einfach nur irgendeine Kleinigkeit verloren haben. Ne? Also so wenig, dass das bei den 100% gar nicht auffällt. Und das sind die DIMMs, die dominante irrsinnige Minorität, ich sie nenne 0,001%, die uns verknechten. Stellt euch das mal vor, so eine Handvoll Hanswürstel. Okay, aber ja, fine. Ja, jetzt sind wir schon fast wieder am Ende der Woche. Ja. Und es sind immer noch ein paar Sendungen von uns ausstehend. Ja, aber klasserweise hatten wir ja vorhin, sage ich, also heute Mittag, die Maria bei uns. Ja, Maria talk von und mit Menschen, die uns eine klasse Sendung hier präsentiert hat, nämlich mit dem Titel Angst, Angebote, Seerecht. Was eine Freude. Ja, und für alle die, die es verpasst haben sollten, ja, wir werden es nachher in der Wiederholung als erstes einspielen, so dass ihr das zumindest schon mal gehört habt. Sehen, da müsst ihr noch ein bisschen warten, ja, würden die Schweizer sagen vielleicht, oder so, also ähnlich. Ja, also, dann steigen wir mal ein. Wir haben ja in unserem Wissen erhebliche Fortschritte gemacht. Wir lernen jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde Neues hinzu, weil wir uns natürlich auch darum bemühen, ja, Fragen zu stellen, alles zu beleuchten, ja, zu spiegeln sogar. Das ist ja etwas, was Maria Fein erklärt und macht und aufzeigt, dass das eigentlich jeder machen darf. Ja, und kommt dann auf die erstaunlichsten Ergebnisse. Ja, da sind wir natürlich auch gespannt, noch mehr von ihr darüber zu erfahren. Ja, und sie will auch praktische Erfahrungen hier sammeln und hat dafür extra sich eine Einladung schicken lassen oder Vorladung oder Ladung. Hört es euch neu an. Die soll vermutlich nächste Woche stattfinden. Wir werden darüber berichten. Mehr gebe ich jetzt noch nicht preis. Ja, wir wollen das ja ein bisschen aufarbeiten noch. Schauen wir mal. Gut. Ja, und die heutige Sendung hat natürlich auch damit zu tun, was wir bereits hochgeladen haben. Wir haben nämlich eine Sondersendung hochgeladen, die also zu finden ist auf allen unseren diversen Kanälen. Ja, und natürlich auch sonst in Sozialmedien und so. Auf unserer Webseite natürlich, logisch. Lösegelderpressung und Drangsalierung durch die Augsburger Justiz. Popankiste. Ja, ist damit auch sehr. Kommen wir gleich nochmal dazu. Wer das nicht gehört und gesehen haben sollte, bis jetzt sollte es mal tun, weil es sehenswert ist. Ne? Ja, unsere Produktionstechnik hat sich Mühe gegeben, oder? soll ja auch ein bisschen. Ihr wisst ja, ich habe eine Sendung gemacht mit dem Humor. Ja, gut, Humor hilft, habe ich da gesagt. Das ist unser Überlebenskampf und dann eins der Methoden. Ja. Gut, und die heutige Sendung, die wir heute miteinander durchgehen wollen, findet ihr ja immer auf der Blogseite mywakenings.wordpress.com und hat natürlich damit zu tun, nämlich verlogene Justiz. Alles groß geschrieben, also Justiz groß geschrieben. Ja,
Und ihr könnt da mitlesen, ihr könnt das mitverfolgen. Einfach rechte Maustaste auf einen der Links klicken, separates Fenster öffnen und ihr seid drin. Ja. Gut. Bevor wir aber da jetzt einsteigen, nochmal der Hinweis. Ja. Nutzt unsere Medien, verbreitet die Informationen, weist die Leute darauf hin, bestellt mal ein paar Sticker, dann könnt ihr die verteilen an Leute, die mal irgendwas Neues sehen wollen. Ihr kriegt die für uns, von uns zu Selbstkosten bereisen. Ja, wir haben ja keine Kohle, wir sind ja selber auch angewiesen auf Spenden und Unterstützung. Deshalb sind wir froh, ja, wenn ihr mithelft. Und das natürlich auch gerne mit Schulgeld, Euronen und Frankonen und so weiter, damit wir diese vielfältigen Aufgaben auch erfüllen können. Ja, und wir haben noch viel vor, ja, sehr viel vor. Und der Juli ist so vollgepropft mit Arbeit, dass wir gar nicht wissen, wie wir das alles erledigen können. Aber wir versuchen es eins nach dem anderen abzuarbeiten und es wird, weil jede Sendung ist immer aktuell und ja, kann man immer anschauen und weiterreichen, kein Problem. Ja, und auch die T-Shirts vom Laufwerfer.de oder die anderen Textilien, die wir anbieten, einfach mal bestellen, ist eine klasse Sache, weil ja Mann und Frau oder Weib, sagen wir eigentlich, sich dann auch erklären können, was es an neuen Informationen gibt, dass man andere Medien nutzen darf, ne, und so weiter. Und oder aber auch unsere Kampagne Ich bin Mensch und keine Person mit nach außen trägt. Ja, okay, wir steigen jetzt einfach mal ein in die heutige Sendung, in die heutige Diskussion zur heutigen Sendung. Ja, und ja, verlogene Justiz. Ja, natürlich, wenn wir das nicht schon wüssten. Aber es kommen ja immer wieder neue Erkenntnisse hinzu und Beispiele und natürlich auch Informationen, die wir lesen dürfen und weiterreichen dürfen. Ja, und ich habe da eine kleine Collage gemacht, und zwar natürlich mit der verlogenen Justiz und dann eine Piratin abgebildet, ja, ein bisschen entfremdet. Ja, die war vorher viel zu hübsch. Ne? Das Hübsche hat sie jetzt im Arm abgelegt und man sieht hinter die Maske, wie es da tatsächlich ausschaut. Und damit ihr wisst, wo ihr dran seid, ne, ist die Pyramide gleich mit dem Ohrsignal im Stuhl eingebaut. Und der Stiefel, ja, mit dem spitzen hinten, den spitzen Absatz. Ja, ja, gibt's solche Methoden, gibt's auch. Das ist die sich da ein bisschen auskennen, können das nachvollziehen. Ja, die vom System, ne, jetzt hier zuhören bei mir, die spüren das vielleicht hin und wieder auch mal. Wie der spitze Absatz sich da so, ne? Ja. Und vor allem dann natürlich auch dieser brutale Säbel. Ja. Gut. Also. Könnt ihr euch vorstellen? Ja, also das ist das, was das hier mal ein bisschen ausdrücken soll. Und vielfältig und intensiv berichten wir immer über das Rechtwesen, manchmal auch das Rechtswesen, vor allem im Bund, das unsere Welt in Angst und Schrecken hält. Ja, darunter eine Abbildung, ja, den Schrecken Japans über die ganze Welt getragen, Godzilla, ne? Godzilla, vielleicht jemand mal den Film gesehen. Matrix-Welt für Personen, ja, diese Welt ist vom Vatikan geschaffen worden für zwei Arten von Personen, die einfach nur machen dürfen, müssen, was die anderen sagen, und die auch ein paar Rechte haben. Das eine ist die juristische Person und das andere die natürliche, aber das hat uns ja Maria schon erzählt heute Mittag. Ja, wir haben dabei erkannt, dass dieses Recht ja ursächlich eben durch den Vatikan über das kanonische Recht im sogenanntes staatliches Recht eingeflossen ist, in dem aber keine Menschen, sondern nur Personen gerichtet, in Anführungszeichen, werden. Ja, ein bisschen schwierig, ne? Personen gibt's ja nur auf Papier.
Oder aber, wenn du dich als Mensch zur Person degradieren willst. Wer macht das schon? Gut, da jeder Mensch diesem Recht gegenübersteht, also genau auf der anderen Straßenseite, ne, so winkt darüber, hallo. Hat die Maria auch heute erzählt. Hey, hallo, wie geht's? Aber nichts damit zu tun hat und vor dem Gesetz steht, tangiert es den Menschen gar nicht. Ja, darunter habe ich eine schöne Abbildung gefunden bei bewusstscout.files.wordpress.com. Ja, wo das nochmal so ein wenig skizziert ist, wie man das sehen darf, ja, wo die Person allenfalls zu finden ist. Ja, und das erläutere ich kurz, das ist eine Hierarchie, ja, eine Daseinshierarchie, wenn man so will. Erstens, ganz oben steht Gott, ja, oder andere sagen Schöpfer, andere sagen Erschaffer oder wie auch immer. Also nichts steht mehr darüber, über dem, der es erschaffen hat. Und der erschuf, so ist die Annahme und teilweise der Glaube und die Vermutung vielleicht, weil also von ganz alleine, ob das ganz von alleine entstanden ist, ist ja fraglich, der erschuf den Menschen. Ja, und der Mensch wiederum erschuf, ja, sowas wie Gesetze. Und Gesetze, wie wir es ja eben hörten, sind nur gültig für Personen. Ja, man kann übrigens dann, unten, wenn man den Link anklickt, diese Abbildung ein bisschen größer lesen. Die Person, also die natürliche, wie ich schon gesagt hatte, dass die natürliche Person hat Rechte und Pflichten, aber die juristische hat nur Pflichten. Das ist eine Fiktion, also eine Maske, eine künstliche Kreation. Sie ist tot, diese Person. Kann nicht denken, nicht handeln ohne den lebendigen Menschen. Hier ist dann ein Beispiel aufgeführt, ein Beispiel, ein Mensch baut ein Telefon, damit ist der Mensch der Schöpfer des Telefons, so wie Gott der Schöpfer von allem ist. Niemals würde der Mensch dem Telefon erlauben, die Kontrolle über ihn zu erlangen. Also kann niemals das Gesetz, großgeschrieben, welches vom Menschen erschaffen wurde, die Kontrolle über ihn haben. Das würde sich jeglicher Logik entziehen. Aus diesem Grund schuf man die Person, legt sie sofort ab, so steht's da, erlaubt niemals einer Person, die an letzter Stelle kommt, dem Gesetz, was vom Menschen geschaffen wurde, über euch, den Menschen, irgendwas auszuüben. Ja, und so die Darstellung eben dieser, dieses Status dieser Person. Und das ist auch etwas, was man durchaus jemand mal zeigen kann oder erläutern kann, auch um die Unterschiede klar zu machen. Deshalb hatte ich das hier mit reingebracht. Ja, so könnte man es zum Beispiel einfach mal sehen, oder? Ja, wir dürfen also nicht auf die Tricks der Justiz hineinfallen, die uns immer in die Rolle der Person drängt und uns nicht über die Unterschiede aufklärt. Ja, und das ist die grausame Wahrheit, denn wir fallen permanent auf diese Justiz hinein, zumindest die Menschen, die diese Unterschiede nicht kennen, die sich nicht gebildet haben in dieser Beziehung und dieses Wissen auch noch gar nicht entdeckt haben für sich. Ja, und die Justiz eben verschleiert, verklausuliert diese Fakten, denn sie kann und darf nur über Personen urteilen. Ja, und es gibt ja eine Menge Leute, die also schon über dieses Thema berichten und veröffentlichen, und das ist ein wesentliches Thema, denn es setzt sofort, sagen wir mal, den Riegel vor, wenn man
hier richtig mit der Justiz, den Gesetzen, den Richtern, angeblichen Richtern sogar umgeht. Denn diese versuchen einem natürlich das auszureden, auf der einen Seite vielleicht, oder das zu ignorieren oder zu sagen, nee, das ist das Gleiche, oder das so zu suggerieren. Wobei es dann natürlich Grenzen gibt und je mehr Menschen aufwachen, umso brenzliger wird es für das herrschende System, dass die Menschen also erfassen, um was es hier tatsächlich geht, dass dieses Spiel bald zu Ende sein könnte. Deshalb sind sie also bemüht, ne, alles ins Chaos zu versetzen, um uns abzulenken, um uns in Not zu verbringen, damit wir uns nur mit dem beschäftigen oder Sexualität als Wichtigstes darstellen, um uns so abzulenken und so weiter. Also das sind eigentlich immer Tagesthemen, die wir ja auch immer bei den Sendungen hier beleuchten. Ja, und darunter nochmal in große Abbildung die Collage dieser Piratin, die also dieses verlogene Justizsystem darstellen soll. Wir haben es also mit einer verlogenen Justiz zu tun, die Spielchen mit uns treibt und die zumeist noch unwissende Menschen damit geißelt, ja, um letztlich der simulierten Welt zu dienen, diese zu befriedigen und in krimineller Weise die Menschen missbraucht. Ja, und wir haben, das erwähnte ich vorhin, eine Sondersendung hochgeladen, wo wir über so einen Fall berichten, was auch wieder mal erhebliche Kuriositäten zutage bringt. Und ich will davon das eine oder andere zitieren, damit ihr wisst, worum es geht. Es ist am Fall einer Angelegenheit auf dem Gebiet des Bund, in Augsburg, das gehört zu der Firma Freistaat Bayern. Ja, und das ist hier eine Veröffentlichung gewesen bei vogwakings.wordpress.com. Ja, vor allen Dingen gegen Ungerechtigkeiten. Da findet ihr den Link. Ja, und die Videos, Video-Link-Möglichkeiten. Es ist ja so, das System hat ja in sich schon so viele Probleme mit sich, weil es eben immer diese Konflikte gibt. Das Justizsystem darf nicht die eigenen Systemlinge verfolgen oder da eventuell dadurch auch noch das eigene System aushebeln, sondern ist allenfalls mal ist es gestattet, so ein paar Leute, die wirklich also es zu weit getrieben haben oder aber die vom System selbst abgeschossen werden sollen, mal so ein wenig anzugehen. Und auch darüber wird natürlich schon längst berichtet. Und ich hatte hier einen Artikel gefunden, mit dem Titel Massive Vorwürfe gegen Augsburger Justiz, das kam bei mittelbayerische.de, also Matrix-Medium. Ich will das noch nicht vorlesen, da ging es um irgendeinen Fall, aber das ist gerade Augsburg und Konsorten, so hätte man vielleicht meinen dürfen. Da ist es besonders schlimm, das könnt ihr auch finden, indem ihr da so weiter recherchiert. Ja, und in der Aufdeckung tyrannischen Verhaltens des Systems sind wir über diesen kuriosen Fall da in Augsburg gestoßen, zu den bereits in anderen Fällen bekannt gewordenen Augsburger Justizskandalen reiht sich dieser nun also ebenfalls ein, zeigt ja doch das erschreckend hilflose Verhalten dieser Systemlinge auf, die in einer Scheinwelt, also der Vatikan-Matrix, ein Scheinjustizsystem auf dem Gebiet des, hier in diesem Fall, besetzten Deutschlands aufrechterhalten wollen, obwohl doch schon längst allen halbwegs intelligenten und aufgewachten Menschen klar ist, dass es sich vermutlich um eines der größten Betrugsgeschichten jüngster Zeit handelt, also uns vorzuspielen, dass der Bund, genannt Bundesrepublik Deutschland, ein souveräner Staat sei, ne, dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland als Verfassung, auch noch, vielleicht. Okay, ein Scheinstaat mit der Bezeichnung Bund unterjocht seit Bestehen die auf dem Gebiet Deutschlands lebenden Menschen, verwehrt den Menschen die Wahrheit, täuscht sie also bewusst über die Situation hinweg, dass dieser Bund weder ein souveräner Staat noch der Rechtnachfolger des Deutschen Reichs ist, das vor der unseligen Weimarer Republik, was ja auch nur eine Firma war,
und vor dem sogenannten tausendjährigen Reich des A.K. völkerrechtlich einwandfrei agierte, bevor dieses in den Ersten Weltkrieg im 1914 hineingezogen wurde. Wir wissen ja, die Bankster haben ganz offiziell 1913 die Macht übernommen in den USA. Ja, auf Jekyll Island wurde diese Sache ausgeheckt und verabredet, und die Bankster-Familien mit ihren dortigen Vertretern haben dann den Woodrow Wilson dazu gebracht, Weihnachten 1912 dieses Dekret zu unterschreiben, und danach war Feierabend. Ja, da war Feierabend mit der Welt, wie sie vorher war, und seitdem gibt es endlos Kriege. Da gab es zwar schon vorher, aber so in diesem Ausmaß ist erst seitdem die Bankster die Macht übernommen haben. Ja. Aber das habe ich auch schon alles erzählt. Das ist nichts Neues, und andere haben da auch schon drüber berichtet. Und in diesem sogenannten Bund, ja, herrschen eben noch immer die Gesetze, in Anführungszeichen, des Dritten Reichs. Man ist also versucht zu behaupten, der Bund führt die Geschäfte dieses Dritten Reichs einfach weiter. Und wir machen ja immer so Aufklärung über eben diese Themen wie NS- und Nazi-Gesetze in der BRD, Scheingerichte, Scheinrichter, Behörden, Parteien, Institutionen als Firmenkonstruktionen und die da mit verbundenen faschistischen BRD-Strukturen, eingebunden natürlich in den EU-faschistischen Strukturen. Und hier nur nochmal für diejenigen, die nichts mit diesem Begriff anfangen können, weil sie das immer verbinden mit irgendwelchen glatzköpfigen Springerstiefel tragenden Leuten, die da mal so irgendwelche Proteste machen. So. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das Faschismus ist einfach, wenn Politik, also Regierung und Firmen zusammengehen, zusammen fusionieren, ja, dann ist das Faschismus. Ja, und das ist das, was hier der Fall ist. Die Politiker sind nur korrupte Puppen, Kofferträger, Lobbyisten von Großunternehmen, und diese Großunternehmen wiederum gehören nur diesen paar wenigen, diesen 0,001%, die damit also nicht nur die Firmen kontrollieren, sondern natürlich auch die Regierungen. Ja, das ist der Hintergrund. Und Beispiel, da gibt es ja ganz viele Beispiele, aber eins, was hier mit diesem Fall besonders zu tun hat, ist die Justizbeitreibungsordnung. Die stammt aus dem Jahre 1937, Blütezeit der NS. Ja, nationalsozialistischen Partei, die damals am Ruder war, unter Parteiführer A.H. Ja, und diese Justizbeitreibungsordnung, nach der arbeiten täglich die sogenannten Gerichtsvollzieher, die sogenannten Gerichte, und unter Mithilfe von bewaffneten Uniformierten, die einen wegen 5 Euro abholen. Ja. Ob du da jetzt dagegen entsprechend vorgegangen bist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Die holen dich einfach ab. Das ist alles NS-Recht. Und der alles nach. Das ist der, die diffamieren ja gerne die Menschen, die versuchen aufzuklären oder eben die Wahrheit zu finden, mit diesem Begriff der sogenannten Reichsbürger. Eigentlich ist es eine Bezeichnung, die nicht für die meisten zumindest zutrifft, die sich eben um Aufklärung bemühen, vor allem auch dem Aufarbeiten der deutschen Geschichte, wie sie tatsächlich war und nicht, wie man sie uns vorspielt. Und da geht es natürlich auch um Rechtfragen. Und da darf man vielleicht auch nochmal erwähnen, das ist jetzt nicht das Thema der heutigen Sendung, aber ich will es trotzdem erwähnen, weil wir gleich noch von einer Veröffentlichung erfahren, die darüber spricht, dass es während des Deutschen Reichs bis 1913, 14 eben überhaupt keine Reichsbürger gab, sondern da gab es Bundesstaatsangehörige, da gab es die Nationalität Preußen. Ja, da gab es keine Reichsbürger. Reichsbürger gibt es und gab es erst, seitdem A.H. mit seinem Dritten Reich damit startete. Der schaffte nämlich die souveränen Bundesstaaten ab, ja, und fusionierte sie in das sogenannte Deutsche Reich. Und erst ab dann, mit dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz seinerzeit, wurden
diese, wurde diese deutsche Staatsangehörigkeit geschaffen, diese Reichsbürger oder Reichsbürger, Staatsangehörigkeit. Und ich denke, die meisten, die hier aufklären, haben mit dieser NS Staatsangehörigkeit nichts zu tun oder weisen das weit von sich. Insofern gibt es da immer ein vollständiges Missverständnis, vermutlich bewusst gesteuert durch diejenigen, die das verbreiten, weil es eben tatsächlich so ist, dass es diese Reichsbürger allenfalls vielleicht sogar nur in den Chefetagen eben des Bundes gibt, weil da wissen wir, dass die einen sogenannten gelben Schein beantragen müssen, um Mitglied im Bundestag zu sein, weil das ist die einzige Art und Weise, die Staatsangehörigkeit deutsch nachzuweisen. Denn der Pass und der Personalausweis, das ist auch vom System selbst zugegeben, ist kein Beweis für die deutsche Staatsangehörigkeit. Und nur deutsche Staatsangehörige dürfen in gewissen Positionen tätig sein, nach den eigenen Regeln. Ich weiß natürlich auch nicht, ob die das immer alle so einhalten. Aber so ist es offenbar geschrieben. Und diese Rustag, Reichsangehörigkeit, bezieht sich eben zurück auf das A.H.-Reich, auf das NS-Reich. Ja, und es gab hier eine Veröffentlichung bei, nicht nur, aber bei Die Welt, ja, Axel Springer, mit dem Titel Reichsbürger nehmen Kanzlerin Merkel ins Visier. Und ich zitiere da das ein oder andere: Die Bundesrepublik ist illegal, die Kanzlerin eine Verbrecherin, in Anführungszeichen. Um die Regierung zu entlarven, in Anführungszeichen, haben sogenannte Reichsbürger versucht, Merkel, den Gerichtsvollzieher, auf den Hals zu hetzen. Zitiere weiter: Die Bundesrepublik ein einziger Betrug, weil sogenannte Reichsbürger überzeugt sind, dass das Deutsche Reich bis heute fortbesteht. Das ist auch wieder alles nicht klar definiert, ne? Aber gut, sprechen Sie den Gesetzen, Behörden und Gerichten der Bundesrepublik jegliche Legitimität ab und versuchen mit teils äußerst aggressiven Protestaktionen auf allen Ebenen das vermutete Komplott aufzudecken. Dem MDR-Magazin Exakt zufolge sind nun sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, und Bundespräsident Joachim Gauck ins Visier der Verschwörungstheoretiker geraten. Boah, ich dachte, das waren Reichsbürger. Jetzt sind es schon Verschwörungstheoretiker. Aber gut, hierfür hatten sich Unbekannte eines Tricks bedient, der Merkel und Gauck im schlimmsten Fall Schulden in Millionenhöhe und die Zwangsvollstreckung beschädigte. Der Bericht stützt sich auf die Aussagen von Kanzleramt und Justizministerium. Demnach habe ein Regierungssprecher bestätigt, dass Reichsbürger zahlreiche Zuschriften an Merkel gesandt hätten. Das Justizministerium wiederum teilte mit, dass Merkel und Gauck mit der sogenannten Malta-Masche bedroht worden seien. Oh, die Malta-Masche. Boah, die Welt, ey, die hat ja, oder MDR, was die alles wissen. Wer nicht vor Gericht erscheint, dem droht Vollstreckung. Diese funktioniert nach folgendem Schema. Reichsbürger würden sich im Register des Uniform Commercial Code, UCC, ach, das kennen die sogar, hoppala, in den USA eintragen und dort Forderungen in Millionenhöhe gegenüber angeblichen Schuldnern vermerken. Diese Forderungen werden dann an Inkasso-Unternehmen auf Malta abgetreten, die damit vollstreckbare Titel vor maltesischen Gerichten erwirken. Ja, aber wenn das doch alles eine Masche ist, die Malta, dürfte das doch gar nicht machbar sein, oder? Na gut. Die Betroffenen aus Deutschland müssen dann persönlich vor Gericht auf Malta erscheinen, aber das dürfte für Merkel und Gauck nicht schwer sein, ne? Die nehmen die vollgetankten Maschinen, die sowieso immer parat sind, ne? Vom Tempelhof, ne? Und dann ab nach Malta. Schön erstmal Kaviar, ne? Shampoos, auf Steuerzahlerkosten natürlich. Und so weiter. Ich denke nicht, dass das für die ein Problem wäre, oder? Ja, um sich dann eben zur Wehr zu setzen. Tun sie es nicht. Droht ihnen im schlimmsten Fall in Deutschland die Vollstreckung. Wie in Deutschland oder im Bund? Na gut. Auch im Fall Merkels und Gauck sei dies geschehen. So das Justizministerium. Ach, haben sie die endlich rangekriegt, oder?
die entsprechenden Einträge im UCC-Register seien aber auf Betreiben der Bundesregierung bereits wieder gelöscht worden. Ja, die ist auch in den USA eingetragen. Die Bundesregierung. Haben schnell beim Bush angerufen, ey, das kannst du doch nicht machen, ey. Kannst du doch nicht in die Pfanne hauen, wir arbeiten doch voll. So. Und dann, seit Monaten setzen die sogenannten Reichsdeutschen mit dieser Methode deutschlandweit Richter, Justizangestellte und Gerichtsvollzieher unter Druck. Wie viele Deutsche haben bislang als vermeintliche Schuldner ins Register, wie viele Deutsche dabei bislang als vermeintliche Schuldner ins Register eingetragen worden sind? Dazu konnte das Auswärtige Amt keine Angaben machen. Die sind wohl in Panik. Ja. Und jetzt hier, Justiz kann sich bislang nicht wehren. Ja, weil es da endlich mal einen echten Rechtsweg gibt. Neben der Malta-Masche sind die Reichsbürger dem MDR-Bericht zufolge auch gezielt dazu übergegangen, Behördenmitarbeiter zu drangsalieren und Justizverfahren zu behindern. Ja, demnach tauchen immer wieder illegale Aufnahmen von Gerichtsverfahren im Internet auf. Ach herrje, seit wann ist das denn illegal, im öffentlichen Gerichtssälen zu filmen? Ist doch alles möglich. Ja, aber dann mit denen Richter unter Druck gesetzt werden. Hoppala, warum denn? Wieso kann man denn Richter, wenn man sie filmt, damit unter Druck setzen? Also das wird ja nicht gefilmt, wie sie da mit irgendeinem Geliebten oder Geliebter irgendwo da irgendwas machen, sondern in der Ausübung ihrer öffentlichen Tätigkeit, oder? Ja? Gut, also ich lese hier weiter, ich zitiere jetzt weiter, das waren so ein paar Kommentare von mir. Die Thüringer Justiz fordert ein Einschreiten der Politik. Ja, die filmen doch, dass wir das alles illegal machen. Vielleicht. So, es müsste in Zukunft unter Strafe gestellt werden, wenn in unzulässiger Weise Aufnahmen im Gerichtssaal bei einer öffentlichen Sitzung gefertigt und ins Internet gestellt werden. Ja, wieso? Unzulässige Weise Aufnahmen im Gerichtssaal in einer öffentlichen Sitzung? Ja, was ist das denn? Verstehe ich nicht. Das ist doch, wenn es öffentlich ist. Ne? Sagte die Vorsitzende des Arbeitskreises Reichsbürger am Oberlandesgericht Jena. Die bereichern sich jetzt auch noch damit auf Steuerzahlerkosten, indem sie da einen Arbeitskreis Reichsbürger. Den müssen wir ja mal anschreiben, sagen, können Sie uns mal Ihre Erkenntnisse mitteilen? Wer ist denn eigentlich ein Reichsbürger? Ja, aber hier, die Vorsitzende heißt in Jena, Oberlandesgericht Jena, Silke Holland Moritz. Sein Wort. Holland Moritz. Sollen wir da mal forschen, ja, ob die, woher der Name kommt? Na gut. Wir kennen den François Hollande, ne? Okay. Gut. Das sei derzeit noch nicht strafbar. Ja, und warum rächt ihr euch dann hier auf? Wenn das nicht strafbar ist. Versteht ihr, wie irrsinnig das ist? Was das für ein Artikel ist? Ein Hetzartikel. Außerdem müssten die Möglichkeiten für die Dienstvorgesetzten, also Amtsvorgesetzte haben sie keine, nur Dienstvorgesetzten zum Beispiel bei Verletzung persönlicher Rechte wie Bildrechte erweitert werden. Einer, der öffentlich als öffentlicher irgendwas da Hansel da irgendwie tätig ist, der ist halt in der Öffentlichkeit. Deshalb heißt es ja Öffentlichkeit. Ja, dann soll er da nicht erscheinen, wenn er das nicht möchte, dass er da aufgezeichnet wird, oder? Ja, wir haben Pressefreiheit, Leutchen. Ja, haben Sie noch nicht gehört, das? Also nochmal, wie zum Beispiel bei Verletzung persönlicher Rechte wie Bildrechte erweitert werden, um Strafantrag und Strafanzeige stellen zu können. Darüber hinaus fordert Holland Moritz, ein Wort, Hollande Moritz, ja, eine persönliche oder personelle Aufstockung der Mitarbeiter der Justiz. Noch mehr. So wie beim Wachpersonal in Gerichten. Das Phänomen Reichsbürger bindet sehr viel Arbeitskraft. Haben wir am Mittwoch, den 13. Juli, also gestern. 20:15 im MDR. Ja, die haben Panik, Leutchen. Hey, ihr macht das gut, Leutchen, da draußen. Ja, ihr versucht mal die Wahrheit zu finden, oder? Also ich gebe den Artikel später da nochmal rein, den Link liest, oder? Ist doch klasse, super. Tja, also daher ist es doch nur rechtens, so zitiere ich hier weiter aus meiner Veröffentlichung, Lösegelderpressung und Drangsalierung durch die Augsburger Justiz-Poppenkiste.
Da ist es doch nur rechtens, wenn aufgewachte Menschen, die von diesem System bedroht und mit Forderungen überhäuft werden, Fragen zur Legitimität, zur Amtlichkeit und deren Nachweisen stellen, oder? Ja? Ist doch nicht blöd. Glauben ist eine gute Sache, aber wenn es um Fakten geht, dann müssen auch Beweise her, oder? Hä? Vor allem im Bereich der Justiz stellen sich vielfältige Fragen. Den Saddam-Beginn scheint hier einiges im Argen zu liegen, oder? Die Wahrheit soll auf den Tisch und deshalb möchten wir dazu beitragen, diese zu finden und Ungerechtigkeiten aufzudecken und zu beseitigen. Ja, darunter seht ihr eine Abbildung in dem Artikel von der Augsburg Justiz, Popernkiste. Also unbedingt den Film anschauen. Ja, und eben wie gesagt, die beiden, die ich interviewt habe, Petra und Michael, beide aus dem Raum Augsburg, machen seit einiger Zeit Begegnungen der dritten Art mit dieser Justiz, die wir passend die Augsburger Justiz-Poppernkiste nennen, so ein bisschen angelehnt an die legendäre Augsburger Puppenkiste. Gell? In dem oben angeführten Interview schildern die beiden uns ihre Erfahrung mit dieser Justiz, die vor allem eins nicht macht: sich selbst strafrechtlich zu untersuchen. Es gibt ja im Bund die Unsitte, nichts zu unterschreiben. Richter in Anführungszeichen schicken ihre armen Angestellten vor, um die im Prinzip wertlosen und nichtigen Beschlüsse in Anführungszeichen zu zeichnen. Eine als Ausfertigung titulierte Schreiben ist nur auf Verlangen des jeweiligen Beteiligten auszustellen. Nicht ordnungsgemäße und gesetzliche Richter unterschriebene Urkunden, wie zum Beispiel Urteile, Beschlüsse, sind als nicht anzusehen. Es sind jedenfalls, allenfalls Entwürfe, mehr nicht. Ja, und ich habe da nochmal den Link eingeführt für alle, die den noch nicht gefunden haben sollten, mit den entsprechenden Erläuterungen dazu, nämlich das Merkblatt zur rechtlichen Situation des Amts, in Anführungszeichen, Walters in der BRD, ein PDF, was man sich da anschauen kann. Sehr umfangreich und sehr schön beschrieben. Ja, und dann nochmal für die, die es auch noch nicht gefunden haben, auch im System, die sagen, was, ich bin kein Unternehmen oder was, die dürfen da auch nachschauen. Da lassen sich Recherchen durchführen zu den Handelsregistereintragungen der Bundbehörden, dem Bundesländerministerium und vielen mehr. UPIC.de. Daher ist es richtig, dass man nachfragt und nicht einfach unbedacht durch eigene Handlungen konkludent in eine schlechte Lage hineinbuxiert wird. Alles und jedes sollte hinterfragt werden. Beweise müssen her. Denn, da habe ich nochmal eine Abbildung, aber was haben denn die Behörden und Ämter eigentlich zu verbergen? Wir wissen es. Aber viele andere noch nicht. Und Peter und Michael haben da erfahren, dass eben diese Ämter und Behörden sich weigern, Auskunft zu geben. Sie ignorieren bestenfalls die Auskunftsbegehren, deuten Zurückweisung als Ein- oder Widersprüche, was sie ja nicht sind. Zurückweisung heißt nämlich Nicht-Anerkenntnis. Ja, da wird noch ordentlich Folter angedroht, ne? Ist ja das übliche Vorgehen. Ne? Dann kommen sie mit ihren rasselnden, bewaffneten, kostümierten, uniformierten, ja, und machen da so ein Theater dann, ja. Die sagen, wir machen nur unseren Job, ey. So. Also hilflos, ja, kann man nicht sagen, greift dieses Justiz, großgeschrieben, System, zu dem einzigen Argument, dem einzigen Mittel, das sie kennen, nämlich Gewalt. Nun haben Petra und Michael in dieser langen Zeit, in der sie Recht suchten, die Missstände aufgezeigt, das System genutzt und erfahren, dass das System eben gar keine Rechtsstaatlichkeit bietet, denn von Verfolgung möglicher Straftaten durch Systemlinge als Mitarbeitende innerhalb dieses Systems wird ja wie bekannt abgesehen. Strafanträge, Anzeigen dienen vielleicht nur noch zur Dokumentation eines Falls, ne? Damit man auch die Namen dieser Beteiligten da herausfinden kann, mehr eigentlich nicht. Und deshalb haben sie angefangen, auch bei dem ICC oder Internationalen Strafgerichtshof eben auch Anzeigen zu stellen, überwiegend auch wegen Völkermordes, weil dieses Vorgehen gegen uns als Menschen, da ist so zu bezeichnen.
Ja, also der ist ja in Den Haag und natürlich auch die Militärstrafgerichte der Alliierten einzusetzen, damit dort weitere Schritte gegen die Missbrüche des Völkerrechts durch Bundsysteme unternommen werden können. Inzwischen sollen dort ja bekannterweise Hunderttausende solcher Anzeigen gemacht worden sein. Ja, und da habe ich dann mal so eingefügt, ein exemplarisch eben deren Schreiben, die sie gesandt haben, also zum Beispiel an den Internationalen Strafgerichtshof. Wir haben da die persönlichen Daten natürlich also rausgeixt. Wir wollen ja auch immer unsere Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen, soweit es geht, schützen, ja, als Quelle, Quellenschutz. Das ist halt so, machen wir, ne? Damit auch jeder das Vertrauen haben darf, dass wir also dafür sorgen, dass die Informationen, die man uns zuleitet, so genutzt werden, dass sie nutzen und nicht schaden, also denen, ja. Ja, und da findet man so oben ein Beispiel einer Strafanzeige oder Straftatenanzeige an den Internationalen Strafgerichtshof und unten ein exemplarisches Schreiben an die US-Botschaft in Berlin zur entsprechenden Weiterleitung an die verfolgenden Militärstrafbehörden. Auch als PDF eben zum Ansehen oder Runterladen. Daher griffen und greifen die beiden eben inzwischen zur Dokumentation, zur Anzeige bei den Alliierten, die Deutschland ja immer noch besetzt halten. Das ist auch offenkundig, das ist keine neue Information, an den Internationalen Strafgerichtshof und hier an die Möglichkeit der Publikation in den freien Medien, damit die Öffentlichkeit endlich erfährt, was hier abgeht. Und dazu waren wir bereit. Die Matrix-Medien berichten darüber nicht, zumindest nicht in der Form. Ja, und darunter nochmal eine Abbildung, die aufzeigt, dass Gerichtsvollzieher im Bund lediglich private Unternehmer sind. Denn das System selbst hat sich ja im 2012 dazu genötigt gefühlt, diese sogenannte Klausel Paragraph 1 Rechtsstellung des Gerichtsvollziehers komplett zu streichen. Damit ist dieser Gerichtsvollzieher kein Beamter im Sinne des Beamtenrechts mehr. Ja, war er vorher auch nicht, war kein Staatsbeamter, weil die gab es im Bund nie. Ja, so ist es. Ja, und eben, es ist aber schlimm, der offensichtliche Amtsmissbrauch, der sogenannte Gerichtsvollzieher, wird da auch nochmal geschildert. Hier wurde für alle sichtbar und offenkundig sogar der Beamtenstatus, diese waren ja niemals Staatsbeamte, dieser Gerichtsvollzieher durch die Einführung der neuen Gerichtsvollzieherordnung, wurde ja in 2012 entzogen und mit dieser GVO sind diese nunmehr ganz offiziell als Privatunternehmer deklariert. Kann man alles nachrecherchieren. Und es geht da um einen Jürgen Brötsch, der sich da als Obergerichtsvollzieher da titulieren lässt. Und sich da aufspielt, als wie wenn er selber Richter sei, ne? Weil mit der Abnahme einer einstfalligen, was war das? Was hat er gemacht? Der wollte eine Auskunft haben, eben, die nur Richter einholen dürfen. Ja. Ja, und er möchte es aber irgendwie nicht wahrhaben, dieser Herr Jürgen Brötsch, dass er sich mit seiner Anmaßung an Menschen vergeht. Er ist ja auch kein Einzelfall, das wissen wir. Daher hat er auch schon mal zwischendurch eine sogenannte Courtesy-Not bekommen, eine Glanzmitteilung, die ich hier auch mal abgebildet habe. Nunmehr sucht er unter dem Deckmantel der Augsburger Justiz Popperlkiste Schutz und hat diese veranlasst, eine Ladung zu versenden für einen Termin am 24. Oktober 2016. Und hier habe ich dann diese kuriose Ladung abgebildet, die ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehe, aber ihr könnt da, wo markiert wurde, mal reinschauen. Da ist der Termin angegeben. Da sieht man, wie die Form ist, eben mit dieser Ausfertigung, dass die, dass es irgendwie so ein Entwurfsschreiben ist, ne, was nicht bestellt wurde. Die Ausfertigung kann nur zugestellt werden, wenn es bestellt wurde. In dem Fall gab es keine solche Bestellung und dann gibt es keine Unterschriften. Da steht dann irgendwas Komisches, gezeichnet irgendwas, ja. Und es werden nur Paraffen verwendet. Alles das verstößt auch gegen die eigenen Formvorschriften. Woran die sich auch anscheinend nicht halten oder halten wollen, dann wird das beglaubigt von irgendwelchen Angestellten, die sich aber als Urkundsbeamten darstellen. Auch das ist wieder eine Amtsanmaßung. Was kann ja wohl gar nicht sein. Und dann bei dem
Strafbefehl im letzten Dokument, da ist alles das, was es sein soll, durchgestrichen. Also glaube ich, der Abschrift ist durchgestrichen, ist also dann damit nicht mehr gültig. Ja, dann werden die als deutsche Staatsangehörige bezeichnet. Auch merkwürdig, wie wollen die das denn eigentlich wissen? Ja, und dann einen ganz kuriosen Satz, weil sie werden daher beschuldigt an einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung genötigt, der durch den Vermögen des Genötigten oder einen anderen Nachteil zugefügt zu haben, um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern. Weil man eine Courtesy-Note geschrieben hat oder ein Auskunftsbegehren, sehr merkwürdig. Hat sich Jürgen, den nenne ich jetzt Jürgen, sich als Mensch gegen einen anderen Menschen drangsalierend verhalten? Seit wann hat das System den Mensch anerkannt? Das wird ja noch extrem lustig, diese Geschichte. Ja, und da sehen wir auch wieder, unterschrieben hat es gar keiner, ist sogar durchgeschrieben. Diese Unterschriftszeile. Och, der Stempel und alles ist durchgestrichen. Also jetzt unterschreibt offenbar niemand mehr. Dem Gericht sind alle Richter und Urkundsangestellten abhandengekommen, oder was? Das ist also wirklich unglaublich. Ja, und wer Lust hat, diese Justizposse der Augsburger Justiz-Puppenkistentheater mitzuverfolgen, ist herzlich eingeladen. An diesem 24. Oktober 2016 um 13 Uhr im Amtsgericht Augsburg teilzunehmen als Prozessbeobachter sowie gerne auch als freier Journalist. Gerne nehmen wir die gemachten Aufnahmen, Filme und Interviews zur weiteren Berichterstattung entgegen. Ja, weil wir können ja auch nicht vor Ort sein. Einfach mit uns in Verbindung setzen, redaktion@wakenews.de. Also, ist hochspannend, was bis dahin noch alles passiert. Wir werden da natürlich auch Presseanfragen schicken, das ist ja so kurios. Weil dieser Mensch Jürgen, der sich jetzt als Mensch versteht, der hat also vorher damit Haftbefehl und allem Möglichen gedroht. Ja. Es ist nicht zu fassen, ey, was da los ist. Okay. Ja, ihr könnt noch was einsenden, radio@wakenews.net. Ich schaue mir gleich an, was ich davon noch hier vorlesen kann. Das ist also mega kurios, diese ganze Geschichte. Und deshalb also auch ein Lehrbeispiel, was dort also alles passiert, ne, in dieser Welt. Es ist nicht zu fassen. Ja, oder? Weiß nicht, wie das sehen. Gut. Ja, also wir jedenfalls dürfen alles tun, um unsere Mitmenschen dahingehend aufzuklären, dass es einen gewaltigen Unterschied gibt zwischen Mensch und Person. Schreit es hinaus, es ist die Abbildung da. Je mehr Menschen wir hinter uns versammeln können, ihnen Mut geben, sich zu bilden, Wissen aufzunehmen und dieses Wissen richtig umzusetzen, anzuwenden, umso eher wird es wieder friedlich auf der Erde, zieht wieder Liebe ein. Ja, lassen wir es also schwingen. Je höher, desto besser. Ja, und über das und vieles mehr wollte ich eben heute mal mit euch sprechen. Ja, also, das ist schon gewaltig, oder? Ne? Sehe ich aber. Gut, schauen wir mal, was uns da hier zugeschickt wurde. Ja, sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich das alles reinkriege, aber ich versuche mal so stückweise da durchzugehen. Ja, schön. Also ich finde es toll, dass ihr mir so viele Dinge da zusendet, weil es wichtig ist, damit wir also auch uns austauschen, unsere Informationen weiterleiten. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir also da mit allen anderen drüber reden können. Ja, hier kam noch was, bitte in der Sendung vorlesen. Danke. Es beginnt, schreibt da wer. Ukrainer stehen auf, werden 1 Million Menschen in Kiew ankommen. Gegen diese Masse hat die Kiewer US-Vasallenregierung keine Chance. Wie viele Bürger aus Kiew sich bei der Ankunft dieser Massen noch anschließen, kann niemand abschätzen. Man kann aber schon von 1 Million Menschen nach heutigem Stand ausgehen. Immer noch schweigt die Westpresse beharrlich. Nicht eine Erwähnung kommt durch. Das kam bei querdenken.tv. Ja, das will ich gerne auch nachher noch verlinken, oder? Ja, jetzt kommt was? Hier, deutsche Bullen. Ja, BKA bundesweite Razzia gegen Hass im Netz. Och, deutsche Bullen sich nachts nicht mehr in den Park trauen oder wenn es gegen ein paar Deutsche geht, trauen sie sich nicht wieder aus der Wache heraus. Da gab es wohl einen Kommentar dazu. Ich gebe euch das dann zum Nachlesen.
könnt ihr das gerne tun. Ja, die sind mega nervös, weil wenn wir jetzt also aufdecken, dass diese Justiz nur für Personen ist und nicht für uns Menschen, dann verlieren sie ja also alles, was sie haben. Die Waffenuniformierten kratzen sich dann auch langsam am Kopf und sagen, ach, das, so ist das. Ja, dann machen wir da auch nicht mit. Ne? Das ist ja wichtig, dass wir denen auch ein wenig das aufzeigen, oder? Wir haben ja eben gerade den Hetzartikel hier von der Welt gelesen, die also irgendwas behaupten, ohne es zu beweisen, einfach nur aus Diffamierungsgründen. Ich meine, wenn wir etwas darstellen, gibt es natürlich auch manchmal Spekulationen oder Vermutungen, dann wird es aber gesagt. Wenn wir aber jetzt irgendwas erklären, wie zum Beispiel GVO, dass da dieser Absatz gestrichen wurde, dass diese also eben nicht mehr als Beamte da geführt werden, dann können wir das belegen, dann geben wir dann den Hinweis dazu, dann kann man das nachrecherchieren. Aber bei diesem Weltartikel ist nichts zum Nachrecherchieren. Das ist einfach nur dahingeklickst als Behauptung. Ja. Wird überhaupt nicht auseinandergenommen oder definiert oder was auch immer. Ja? Oder? Ja. Ja. Ja, hier kam noch was. Dein Blog zu BRD. Ich habe ja eine Seite, witness.net/BRD, wo ich so alle möglichen Informationen dazu sammle. Da schreibt mir jemand, hallo, du schreibst, man könnte meinen, dass die BRD das Dritte Reich wäre oder so ähnlich. Nein, die Geschäfte des Dritten Reichs weiterführt. So hatte ich es zumindest vorhin gesagt. Die BRD, so schreibt er wieder, die BRD-Regierung hat laut ZDF heute mit Petra Gerster verlauten lassen, dass sie, die BRD-Regierung, die Nachfolgeregierung des Dritten Reichs ist. Ja, und genau so ist es auch. Schau hier, und da hat er so ein Video da reingetan. Ja, das ist ein bisschen ältere Aussage, die in einem anderen Zusammenhang zu sehen ist. Daraus könnte man das schließen. Aber wir haben keine offizielle Statement, und es ist nirgendwo deklariert. Wir dürfen immer daraus die Schlüsse ziehen. Und deshalb formuliere ich das immer so entsprechend, weil ich diese Aussage auf den Seiten des Bundes nirgendwo finde. Und die Bundesrepublik Deutschland gibt's ja nicht mehr. Das ist auch, weißt du, alles, ne? Ich bin da als Journalist vorsichtig in der Formulierung. Wenn ihr das anders seht und anders beweisen könnt und klarer darstellen könnt, bin ich nur froh, schickt's mir zu. Ja. Also, ja, wie soll ich es sonst sagen? Ich bin ja immer auch jemand, der auch die Möglichkeit offen lassen darf, dass es eben vielleicht doch anders ist. Und man darf mir gerne auch dieses Gegenteil beweisen. Ist doch klar, oder? Das darf man mir gerne auch alles immer zusenden. Und diese Möglichkeit lasse ich dadurch auch immer offen, oder? Ja, wir sind ja, oder? Wir sind ja kein Propagandamedium, oder? Ja? Also, zumindest nicht willentlich. Ja, hier, das kam jetzt hier mehrfach, das mit den Reichsbürgern, das ist ja auch ein aktueller Beitrag. Ja, und hier kam noch was, Hasskommentare wie Zeit und Facebook, Stasi, das ZDF in die Knie zwingen, kam bei Kopp Online. Ja, das verlinke ich, weil das ist jetzt zu umfangreich, das kann ich niemals vorlesen. Ja. Oder? Ja, und dann gibt es ja jetzt hier die noch eine Aussage von der Leyen. Störende Briten sind endlich weg, wegfrei für deutsche Führungsmacht. Ja, sie baut sich langsam auf als Nachfolgekandidatin für Angela. Ne? Oder? Gebe ich euch dann auch, das kam bei BRD-Schwindel.org. Als Link da rein. Und alles, was ich jetzt nicht mehr vorlesen konnte oder kann, gebe ich euch auch als Link noch mit rein, weil es sind da sicherlich noch die ein oder anderen guten Informationen zu finden, zu denen ich jetzt leider eben auch nicht mehr komme. Ja, aber so ist das halt, oder? Nochmal ein Hinweis. Harvey Friedman aus Österreich ist immer noch in Haft, oder? Da gibt's also da auch nochmal eine. Da bitte kümmert euch da auch nochmal drum, dass ihr da auch mal wieder euch meldet bei diesen Österreichern. Die sind nämlich auch unter derselben Fuchte, ne? Die haben ja auch ein Justizsystem, was die Leute
anlügt, denn dieses Justizsystem ist ja überall. Ne? Das gibt's auch in den USA, da werden auch die Leute veräppelt, weil denen auch was vorgespielt wird, was gar nicht der Fall ist. Dort ist das dasselbe. Ja, Mensch und Person. Ja, und schließt euch an, besorgt euch so T-Shirts von uns, die sind echt klasse aufgemacht, gute Qualität und echte Eye-Catcher, also richtige Augenöffner. Und damit unterstützt ihr die Sache, ihr unterstützt den Unternehmer, ja, bei laufteufel.de, wobei die T-Shirts einen normalen Preis haben. Und ihr unterstützt uns auch in der Sache der Aufklärung. Also macht das klasse, wenn ihr da am besten gleich was bestellt, auch zur nächsten Gerichtsverhandlung, wenn ihr sowas habt oder überhaupt. Und zum Beispiel einige machen das, die machen den Aufkleber vom Wake News, diese Sticker auf ihrem Briefkasten, und wenn dann irgendeiner dieser bewaffneten, uniformierten Kofferträger da vorbeikommt, um euch da irgendwas einzuwerfen, weil inzwischen haben sie es ja auch gelernt, die Post, ist ein Privatunternehmen, da versuchen sie es dann so irgendwie so hinzudrehen, dass es dann doch amtlich zugestellt sein soll, wobei das ja auch wieder Quatsch ist, weil die dürfen ja dann auch erstmal ihre Amtlichkeit nachweisen. Macht's ruhig weiter mit den Auskunftsbegehren, das ist der richtige Weg, das ärgert die. Und es zeigt darauf, dass wir sie beschäftigen, dieses System, dieser Apparat, dieses Systemapparat, der bricht bald zusammen. Auch die Überstunden, ne? Bei diesen bewaffneten Uniformierten, die haben ja so viele Überstunden. Die wissen gar nicht mehr, wie sie die abbauen können. Und Kohle gibt's keine, weil Rothschild rückt nichts mehr raus, wird nichts mehr gedruckt, ne? Weil die wollen ja das Finanzsystem auch kaputt machen. Naja, also wie auch immer. Habt Spaß im System. Ja, und freut euch auf die Wiederholung, auch auf die Sendung, die ich gleich einspiele, von Maria. Talk von und mit Menschen. Das machen wir nämlich gleich als erstes. Angstangebote. Seerecht. Was eine Freude. Klasse. Klasse Sendung. Und danach spiele ich dann meine Sendung von jetzt ein. Und während wir so jetzt hier ausklingen. Da hören wir nämlich nochmal von den, den man Beta nennt, schöne neue Welt. Und dann von Harrison Kennedy, zwischen in der Pause, wo wir da umspielen, also umswitchen, Music to My Ears, Hound and Rabbit und Must Have Been the Devil. Ja, muss wohl der Teufel gewesen sein. Oder Satan. Wir leben in Satans Welt. Die bewaffneten Uniformierten, ob sie wollen oder nicht, arbeiten für eben diesen Satan's Army, könnte man auf Englisch sagen, oder? Ich weiß auch nicht. Danke euch. Klasse, dass ihr da wart. Bis nächste Woche. Oh, wir haben pausenlos zu tun jetzt, auch am Wochenende. Also, bis dann. Ciao, ciao. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr bis europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.